Ich bin heute bei den Zwergen hier im Wald. Es schneit. Herrlich. Sonntag, Nachmittag. Wenige Menschen. Sehr ruhig. Man hört die Schneeflocken. Man hört sie. Das Säuseln. Das Herabgleiten der Schneeflocken. Ja. Man hört sie, die Schneeflocken. Ah, jetzt sind sie da, die Zwerge. Hallo, ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe und die auch von den Wesen kommen, von kleineren Wesen, als ihr seid. Also, ich war krank eine Weile, habe mich da wieder aufgefangen und bin wieder gesund geworden. Aber in dieser Zeit, an einem Tag, kamen da ganz herrliche kleine Wesen zu mir. Sie waren kleiner als ihr. Ja, viel kleiner als ihr. Und ich lag im Bett. Ich war also krank und ich hatte Tee genommen. Zitrone mit Honig und ja, noch vielem anderen Zeug mehr. Und es wurde nie besser. Dann habe ich gebetet am Abend. Ich habe noch gedankt für den Tag am Schöpfer, für den wunderschönen Tag, den ich erleben durfte. Und so, als ich abschloss mit dem Gebet an unseren Gott, unseren Schöpfer, da legte ich mich wieder ins Bett und auf die linke Seite. In diesem Augenblick kommen kleine Wichtel. Ja, kleine Wichtel kommen. Und sie hatten einen Holzspitz, ein langes Holz in der Hand, jedes. Sie waren zwei. Und wie zwei Wichtel, sie standen, einer stand auf der Decke, der Bettdecke, und der andere, der wollte auf meine Lippen springen. Ich wusste genau, sie haben immer geredet und miteinander, und ich habe es nicht verstanden, was sie wollten. Der eine wollte es auf die Lippe springen von mir, und er hatte dieses Holz in der Hand und wickelte noch eine Watte am Spitz drumherum bei beiden Hölzern. Und so haben sie dieses Holz dann mit der Watte in ein kleines Fässchen hineingedunkt. Und das roch ganz herrlich, so wie Lavendelduft, Minze und Koriander, je nachdem, was da alles drin war. Gut, er sprang also auf meine Lippe und lachte und freute sich und hatte Riesenfreude und stieß dann dieses Wattebauschlanzenholz in die Nase, in die linke Nase rein, ja. Während der andere auf der Bettdecke, die sehr nahe war an mir, konnte dann mit Mühe und Not auch in die Nase reinkommen. Und ja, es war lustig mit den Zweien. Sie haben immer gewispelt. So, es war nicht eine richtige Sprache, es war mehr so ein Wispeln, so ein ganz. Sie haben immer so geredet miteinander und freuten sich. Und sie sagte mir dann auch, ich müsse ja die Lippe nicht bewegen, sonst fällt der andere in den Mund. Und ja, es war schön, es war ungefähr 5 Minuten lang machten sie das zweimal, dunkten das wieder ins Fässchen rein, das sie mitgebracht haben, und sprangen wieder auf die Bettdecke und der andere auf die Lippe, auf die Unterlippe. Ja, ich habe sie dann ein bisschen vorgeschoben, damit er auch in die Nasen kommt. Ja, und so ist diese herrliche Geschichte. In dieser Nacht konnte ich dann besser schlafen als in den anderen Nächten, mit verstopftem Atemweg. Ja, es war schön, es war eine schöne Bereicherung. Eine Bereicherung, dass alles Wesenhafte,
sofort um uns da ist und uns hilft. Ja, sie sind sofort da. Aber wir dürfen sie nie verlieren, das Wesenhafte. Wir dürfen dem anderen, dem Materiellen, allzu Materiellen, keinen zu viel Einfluss geben. Denn das Wesenhafte ist bei uns. Und es will helfen, wo es kann, wenn wir uns öffnen. In diesem Moment war das Gebet die Öffnung. Und dann sprangen sie auf die Bettdecke. Von irgendwoher kamen sie. Ich weiß es nicht. Die kleinen Wichtel. Sie waren so 19 cm groß und hatten schon eine steife Mütze. Ja, sie waren so gräulich grün angezogen. Schön. Ja, das war jetzt die Geschichte. Die wollte ich euch, ihr lieben Wesenhaften, mitteilen. Jetzt kommt hinten Besuch und die wollen das nicht hören. Also macht's gut, das war die Geschichte. Habt's schön. Ciao. Markus Bösch.